Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge DSJ4. So, wir sind jetzt im zweiten Durchgang vom Bischofshofen. Und ja, wir haben hier ein paar Ausritte nach unten, muss ich schon sagen. Aber das seht ihr alles im letzten Part. Und wir fangen jetzt gleich an mit dem zweiten Durchgang, mit dem Entscheidungsspringen in Bischofshofen. Und zwar mit Rune Welter, der jetzt nicht wirklich noch irgendwelche Chancen hat, sich weiter nach oben zu arbeiten. Außer es hat einen extremen Blackout. Aber mal gucken. Mal gucken, er übernimmt zumindest jetzt mal die Führung, was jetzt schon fast, ja, Pflicht war. Obwohl es auch mit 98 Metern nicht so leicht gewesen wäre, das zu nochmal zu schaffen. Ja, Jakavala war jetzt auch nicht so weit vorne. Naja, es war schon eigentlich weit vorne, aber 122,5 Meter muss er auch erstmal springen. Und das macht er nicht. Das macht er nicht. Er kommt nicht viel weiter als im ersten Durchgang. 107 Meter, Rang 2. Er hat ja Probleme beim Absprung gehabt und das hat man deutlich gemerkt. Wolfgang Leusel braucht jetzt nochmal 109 Meter. Das sollte doch schon bitte möglich sein. Ich hoffe zumindest, dass ich das knacke. Auch er hat den Wank nach unten gleich am Anfang. Aber er kommt zumindest mal in Führung und verliert keinen Platz. 113 Meter hier von Wolfgang Leusel. So, dieser Michael Neumeier, auch jetzt wieder am Start, hat sich auch mehr oder weniger durch Glück qualifiziert. Aber hier scheint er mal jetzt was vorzulegen für die Konkurrenz. Das war jetzt ein gelungener Sprung, kann man zufrieden sein. So, sorry für die kurze Unterbrechung, falls man irgendwas gemerkt hat, man weiß es ja nicht. So, wir fahren jetzt fort mit Taku Takeuchi und sind mit dem zweiten Durchgang. Gucken wir mal, was jetzt so möglich ist noch, weil ich habe es doch ein bisschen länger stehen lassen und naja, da wird der Speicher mir wieder zugespammt, ein bisschen besser. Aber Taku Takeuchi, sehr guter Sprung, 137 Meter und ein halber. Ja, da macht er vielleicht doch die eine oder andere Position gut, obwohl vielleicht der nächste nach Tom Hilde den Sprung gebraucht hätte, dass er sich extrem verbessern kann. Aber gucken wir mal. Tom Hilde. Tom Hilde wird jetzt auch in die Region springen müssen von so 135. Ah, nicht mal. 131 Meter. Da ist er schon vorne. Okay, ja, war es vielleicht doch nicht so der goldene Sprung. Aber Noriaki Kasai muss jetzt auch das jetzt leisten, was ein Tom Hilde geleistet hat. Na, gucken wir mal. Ah ja, ich habe mich so verguckt. Sehe ich gerade und 106 Meter ist mein Rang 4. Ja, da sind ja doch noch ein paar. Ich dachte, ich war schon hier. Naja, Severin Freund, der nächste am Balken. Rang 23 nach dem ersten Durchgang. Vielleicht kann er sich jetzt noch verbessern. Ja, kann in der Tat. Kann in der Tat. Das war jetzt nicht wirklich. Aber was rede ich überhaupt? Der hat sich ja gar nicht verbessert. Ich meine, manchmal bin ich echt brain of car. Ich habe keine Ahnung, was ich da manchmal vor Märchen quatsche. Jan Schiobro war auf Rang 22 und hat auch nicht wirklich die extreme Chancen, sich jetzt nach weit vorne zu kommen. Aber im Moment übernimmt er die Führung mit 133 Meter und kann mit sich durchaus zufrieden sein. Zumindest im zweiten Durchgang. Da wieder der Presador ist der nächste am Balken. Der war auch über den K-Punkt im ersten Durchgang. Aber hatte nicht so die bombastischen Noten. Auch hier jetzt nicht wirklich der beste. Rang 6 nur. Und da fällt er zurück. Und es kann dann doch sehr, sehr schnell gehen mit dem Zurückfallen. Man sieht es hier wieder mal. Aber jetzt Machikot. Und dann bedürfte es mit normalen Abständen weitergehen. Also Machikot braucht jetzt, wenn schon, einen gigantischen Sprung, dass ich verbessern kann. Hat er nicht. Er verbessert sich eben nicht. Landet nur auf Rang 4. Naja. So, Simon Ammann jetzt braucht doch auch immerhin 129 Meter. Wahrscheinlich ein paar weniger, weil es immer auf niedrigere Noten ausgelegt ist, das ganze System hier. Ja, da geht er mal deutlich in Führung. 131 Meter. Dass er doch dann 7,6 Punkte voran und kann mit sich zufrieden sein. Zumindest halbwegs. So, Wladimir Zograwski jetzt am Balken. Was leistet er?
Fällt zurück, fällt weit zurück. Wenn nicht ganz Ende des Feldes, nein, tut er nicht ganz, aber er fällt trotzdem auf den drittletzten Rang zurück. Das ist jetzt nicht gut. Dennis Cornillo vom Nexus am Balken. So. Und so, da wieder nächste Unterbrechung. Naja, man kann nichts machen. Janne Ahonen als nächstes dran. Mal gucken, was er jetzt zusammenbringt. Ja, das sieht nicht schlecht aus, aber für eine Verbesserung reicht es nicht. 127,5 Meter, Rang 3. Ja, Simon Ammann führt hier, der hat doch dann jetzt nicht schlecht vorgelegt, muss ich sagen. Und Gregor Schlierenzauer möchte natürlich Simon Ammann überholen. Ob das schaffbar ist, anscheinend nicht, denn auch er landet bei 121,5 Metern nur und das ist Rang 6. Sogar hinter Taco Takeuchi noch gefallen. Eieiei. So, Andreas Sternen, der im zweiten Durchgang ist als Gesamtweltcup-Führender. Gucken wir mal, schafft er das? Schafft er die Führung zu übernehmen? Nein, schafft er auch nicht. Aber immerhin Rang 2. Und schon langsam, aber sicher dürfte trotzdem Simon Ammann zum Banken anfangen. Aber er hat trotzdem gute Plätze, ein paar Plätze gut gemacht. So. Und Robert Kranitsch auch Probleme. Hey, was gibt's denn da? Was ist denn los? 100 Meter nur. Unglaublich. Schwach, schwach von mir. Ich bin im Moment auch nicht gut in Form. Der ist jetzt viel technisch. Und dann auch noch auf einer Schanze, die ich fast nicht springe. Merkt man, merkt man. So, Versode Comte Savoyard, der übernimmt jetzt die Führung, der hat nämlich heute eine gute Konkurrenz von Qualifikation bis in den zweiten Durchgang, immer so um die 130, 133, 135, sowas in der Richtung. Roman Kudelka, der nächste, war Rang 11 nach dem ersten Durchgang, jetzt kommen wir schon langsam zu den Top 10 und diesen Part muss ich ein bisschen cutten, weil ich ein bisschen Pause gemacht habe, wie man dazwischen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, wie lang der jetzt wirklich ist. Ich schätze mal, ohne Cut eine Dreiviertelstunde. Mindestens, da ich ja zwischendurch mal weg musste und Stefan Kraft hier, der legt jetzt hier mal ganz schleichend die Führung. Jetzt nicht ganz. Schlechte Noten. Deswegen Rang 2. Ja, dann ist er doch 0,8 Punkte in der Versione Comp. Aber trotzdem eine annehmbare Leistung für ihn. So, Thomas Morgenstern, Versode Comp ist schon mal in den Top 10. Gratulation diese Leistung. Und Thomas Morgenstern kann jetzt wieder Weltcup-Punkte machen, aber nicht so viele anscheinend. Ah, da hat er genau einen guten Sprung von dreien heute und das ist natürlich viel zu wenig, viel zu wenig. Rang 21. Keins doch. Ich weiß nicht, was hier mein Problem ist auf der Schanze, aber wenn ich hier über den Vorbau einen Murks baue, einen Halbwegsen, dann ist schon alles vorbei. Kamels doch, jetzt der Sprung sieht gut aus. Der dürfte jetzt die Führung übernehmen, da der Delemark doch schön gut war. 133 Meter Rang 1, das ist mal wieder deutlich und das muss man jetzt auch erstmal schaffen. Junichiro Kobayashi. Überraschend weit vorne auch im ersten Durchgang. Hätte man so nicht erwarten können. Aber er wird der Erwartung nach dem ersten Durchgang halbwegs gerecht und kommt jetzt mal auf Rang 4 und dürfte, ja, dürfte eventuell unter den Top 10 sein, aber ist nicht fix. Jan Matura. Er hat zu früh abgesprungen, plus schlecht. Ja, 77,5 Meter, das ist vorletzter Rang. Macht er zwei Weltcup-Punkte. Naja. Schlecht von mir. Andrea Morassi schafft den Absprung auch nicht. Ja. Auch vergessen, Rang 23. Piotr Schiller. Die besten vier. Piotr Schiller jetzt am Balken. Was kann er jetzt reißen? Das ist die Frage. Piotr Schiller hat einen guten Start hingelegt und er dürfte jetzt die Führung übernehmen. Ja, tut er auch. Drei Punkte exakt, vor Kamils doch. Und jetzt haben wir eine polnische Doppelführung und ein Pole nach oben. Gibt es eher heute einen dreifach polnischen Sieg? Man weiß es nicht. So wie im Online immer. Naja, Juri Tepesch. Juri Tepesch scheint den halbwegs erwischt zu haben und dürfte vielleicht die Position eventuell nicht so stark verlieren, aber Rang 6, ja, Top 10 ist drin, Top 10 ist er. Und jetzt haben noch zwei oben mit, unter anderem David Kubacki.
Wo kann er jetzt landen? Das ist jetzt die ganz große Frage. Ja, auch nicht wirklich gut weggekommen oben. Ja, und mit einem dreifach polnischen Sieg wird es mal nichts, Rang 14. Jetzt ist nur noch einer oben. Ville Larinto. Kann es einen finnischen Sieg hier geben in Bischofshofen? Kann es das? Oder gibt es hier einen doppelpolischen Sieg? Ah, Ville Larinto bekommt Übergewicht in der Luft da ein bisschen. Und ja, Rang 21. Das war insgesamt ein Springen zu vergessen. Ganz klar zum Vergessen, einfach das ganze Springen hier. Aber trotzdem, doppelpolnischer Sieg. Piotr Schiller vor Kamil Stoch und überraschenderweise Vasori Komp. Dann erfreulicherweise Stefan Kraft in Rang 4. Aber das war's dann auch schon. Denn hier ist alles irgendwie durcheinander gemischt und von wegen hier kommt keiner mehr nach vorne. Ja. So sieht es dann gesamt aus, nämlich Andreas Sternen vor Kamil Stoch und Janne Ahonen. Siebter Schlierenzauer und dann war es das eh schon mit den Österreichern wieder in den Top 10. Naja, heute nicht so wirklich Revue passieren lassen auf dieses Springen, eher vergessen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dorthin springt schön brav weiter.